Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Spyro Enter the Dragonfly. Oh, ich habe vergessen, den Emulator anzuklicken. Einen Moment. So, jetzt kann ich wieder laufen. Wunderbar. Im letzten Part haben wir hier diese Kühe durch die Gegend getrieben und müssen jetzt einmal noch zwei weitere Libellen fangen. Dafür müssen wir einmal das Level nochmal durchgehen, um die Kühe erneut zu befreien, damit das UFO spawnt. Und wenn das UFO dann spawnt, hoppala, können wir jetzt mit Kanonen abschießen. Auch etwas, wo man erstmal drauf kommen muss, dass da plötzlich Kanonen spawnen, weißt du? Okay. So, na Dementer. Eben schnell eine Runde drehen, einmal das Level nochmal durchgehen. Und dann, meine Lieben, geht es auch schon. Upsala. Okay, den habe ich rechtzeitig geschockt. Auch den haben wir rechtzeitig geschockt. Okay, er brauchte seine Zeit. Du, manchmal muss man es nicht verstehen, was hier abgeht. Einfach schnell sein und dann geht es auch schon. So, weiter geht's. Lauf, Spyro. Lauf, kleiner Drache. Flink und schnell. Oh. War ich nicht schnell genug. Aber flink war ich. Bin mal gespannt, wo die letzte Libelle dann ist. Eine fehlt ja noch. Nach der mit dem UFO jetzt gleich. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das UFO. Boing. Oh. Ach, scheiße. Ich hab gesagt, das sind nur Kühe. Waren es aber nicht. Und nein, das sagt man nicht, ich weiß. Au. So, hier, warte. Nochmal eine grillen. Dann diese Kuh vernichten. So, jetzt haben wir die Kühe theoretisch gleich wieder befreit. Sagt er jetzt denn noch irgendwas? Bitte, Spyro, rette meine Kühe! Ja, das würde ich ja gerne machen, aber deine Kühe sind nicht mehr da. Was ist das jetzt so ein bisschen so ein Problem? Die waren ja mal hier und dann hat man... Sagt er jetzt noch irgendwas? Mal gucken, ne? Hallo, Drache! Danke für deine Hilfe auf unserer Farm! Gern geschehen, Farmer Bill. Hier, nimm dieses Dings da! Ich wollte damit mein neues Rauchbarbecue würzen. Mit dieser Libelle? Okay. Du hast Fiona gefangen! Okay, wir haben Fiona. So, jetzt schauen wir nochmal wieder in den Atlas. Jetzt dürfte ja nur noch eine überbleiben. Bits. Getreidekreisland. Kuhtrieb, Freiheit für die Kühe. Was haben wir denn jetzt noch? Das ist ja nur noch das mit dem UFO, oder was? Kuhtrieb, genau. Auf der Brückenruine haben wir... Dann kommt Kuhtrip, ja, dann kommt jetzt UFOs greifen an. Nachdem die Kühe befreit wurden, erscheint über dem Anfangsbereich ein UFO. Außerdem gibt es nun auf der ganzen Farm 4 Kanonen. Spyro muss die Kanonen mit dem Blitzatem aktivieren. Nach jedem Treffer flieht das UFO in den nächsten Bereich. Na gut. Ich muss sagen, ne? Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, jetzt zu hier den Krams und dann geht es schon. Da geht es schon. Weiter. Mal sehen. Ah, guck mal. Da sieht es plötzlich Kanonen. Da kannst du nicht ausdenken, ey. Wer soll denn auf sowas kommen? Sagst du jetzt noch was anderes übrigens, Farmer Bill? Irgendwie, ein UFO ist aufgetaucht. Oh nein, Spyro. Das UFO ist wieder da und will bestimmt wieder meine Kühe entführen. Wie kann ich helfen? Wir haben Kanonen aufgestellt, falls sie zurückkommen. Aber wir können sie nicht abschießen.
Zeit kannst du sie mit deinem Blitzatem zünden. Du musst die Kanone genau dann abfeuern, wenn das UFO in der Nähe ist. Okay. Hat wohl noch nicht gereicht irgendwie. Oh doch, es ist weiter gewandert, alles klar. Das wird offensichtlich spawnen die Gegner auch wieder neu. Soll ja spannend bleiben, nee, doch nicht. Und er freut sich. Wuhuhuhuhu. Ja, die UFO wurde gehauen. Weiter geht's. Ups. Ich habe da erstmal ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. So, auf zur nächsten Kanone. Mal sehen, wo die ist. Ich sehe sie noch nicht. Kanönchen, wo bist du denn? Okay, da ist das UFO, da ist die Kanone. So, kann ja auch nichts schief gehen. Okay, es hat Damage bekommen, es geht weiter. Da ist noch ein Kanönchen. Na dann mal ran. Das dürfte auch die letzte sein. Ist schon sehr spannend, muss man sagen. Einfach durch das Level laufen und viermal eine Kanone aneiern. Ist jetzt nicht so der krasse Burner, aber es geht, ne? So. Was hat nu? Ja, da ist auch die Libelle. Blubber Atem. Du hast Flavie gefangen. Also, Level complete würde ich mal sagen, wa? Sehr gut. Dann können wir hier jetzt raus und können uns jetzt erstmal ins nächste Level aufmachen. Ich würde sagen, jetzt machen wir nicht Backtracking, sondern jetzt machen wir erstmal weiter. Backtracking dann wieder, wenn es sein muss, würde ich sagen. Ich versuche nämlich, das so lange rauszuzögern, bis wir den Item Finder, beziehungsweise den Edelstein Finder haben. Den gibt es nämlich nachher auch wieder und dann können wir damit, wenn wir dann eh backtracken müssen, auch gleich die Edelsteine finden. Weil so müssen wir sonst nochmal wieder in alle Level rein, um die Edelsteine auch noch zu finden. Das ist mir ein bisschen zu viel Backtracking des Guten, aber naja. Es geht ja soweit ganz gut voran. Spyro freut sich auch. So. Aber man merkt, das Game ist kurz, ne? Wir sind ja noch nicht lange dabei und ich habe jetzt schon über 50%. Also holy. Das ist nicht so viel Spyro für sein Geld. Man merkt halt, die Entwicklung war, das ist ein paar Mal neu gemacht worden. Ne? Quasi nochmal weggeschmissen, nochmal neu gemacht. Super Idee. Und was halt auch witzig ist, das Studio, das hier dieses Spyro gemacht hat, was haben sie noch gemacht? Alien, Colonel Marines, was dann später von Gearsoft übernommen worden ist. Das hat ja auch so eine, das war das Ursprungsprojekt. Die haben nämlich neben Spyro noch parallel ein anderes Ding gefahren. Und zwar Aliens, Colonels, Marines, Gedönse da. Und das lief natürlich auch in die Binsen und landete ja ganz am Schluss dann bei Gearbox, wo es dann immer noch scheiße war, ne? So, endlich können wir mit dem Dino hier mitmachen. Hallo? Cowboy, Dino, irgendwas. Das sollte reichen, Spyro. Hoffe ich doch. Auf das Floß und dann ab zu den Honigmoorstrom schnell. So mocken wir das. Warum seid ihr alle so leise? Ich gehe mal immer in die Optionen rein. Tja. Sprache ein. Ist alles wie immer, aber ich habe das Gefühl, die Voices sind viel leiser, aber ist egal. Lassen wir uns davon nicht unterkriegen und fahren mit der fliegenden Wabe einfach mal weiter und dann schauen wir schon, ob das geht. Das sieht irgendwie nach irgendwas mit Honig aus, ja? Oh nein, ich weiß, welches Level das ist. Ah, das war in dem Video auch drin, als ein Beispiel dafür, was Kacke ist. Ja geil, auf geht's. Das wird schon gut werden. Das wird schon gut werden. Ich hab da ein ganz gutes Gefühl. Der Honigfluss sieht ja schon mal schön aus, aber ich mag keinen Honig. Das ist halt noch ein Problem. Ich mag nur Met. Met geht klar. Vielleicht ist da ja irgendwo Met und dann geht es schon.
So. Okay, und ich weiß ja jetzt immer mit allen auf jeden Fall tausendmal reden. Die haben vielleicht auch noch eine Libelle für dich. Wie er sich freut. Hallo. Willkommen im Honigmoor, Spyro. Die Riptok-Typen haben ja alles ziemlich gut aufgemischt. Sag mal, Opi, hast du hier vielleicht ein paar Baby-Libellen gesehen? Wir haben zu tun. Opi? Ich sag euch was. Wir machen ein zuckersüßes Geschäft. Ein paar Honigschleudern klauen den ganzen Honig des Honigmoors. Ihr helft uns, sie loszuwerden. Dann könnt ihr alle Libellen behalten, die ihr unterwegs findet. Aber das bleibt unter uns, Claro. Ja, sicher. Scheiße, ey. Ja gut, dann würde ich sagen, los geht's. Muss ich irgendwas damit machen? Würde ich das mal auf Feuer wechseln? Okay. Spyro in Honig schwimmen kann? Wahrscheinlich eher nicht. Wir sollten es lieber nicht versuchen. Ein kleines Honigschwein! Oh Gott, armes Schweinchen. So, was passiert, wenn ich da jetzt drauf gehe? Okay, uah. Oh je. Ja, da wurde versucht mit Physik zu arbeiten. Okay, es sind Riptos, die Fun haben. Was ist da los? Oh, Vorsicht, Spyro. Oh, das habe ich nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Dann bist du gut ausgewichen. Autsch! Holy shit, das habe ich gar nicht gesehen. Er hat auch so eine Hillbilly Redneck Latzhose an. Sehr geil. Oh Mann. So, da hinten war doch noch ein Schweinchen. Dann kann ich mir meine Libelle nämlich hier Sparks wieder mal auffrischen. Und ich habe auch gezielt nur ein Schwein abgefackelt und nicht zwei. Das ist schon, gehört schon Können zu. Da habe ich mir noch ein weiteres kleines Bacon-Schwein für später aufgehoben. So. Das lassen wir mal schön sein. Der hat auch schöne Super Soaker, muss alles kindgerecht sein. Nicht wie bei Insomnia Games, so irgendwelche Granaten und Gewehre, die da hatten. Du. Aber im Remake ja nicht mehr, da haben sie es ja auch etwas kindgerechter gestaltet. Meiner Meinung nach hätten sie das nicht machen müssen. Aber heute ist ja jeder sofort wegen alles offended. Insofern gar nicht verkehrt, denke ich mal. Weeds. Geht damit nachher noch irgendwas? Das sieht verdächtig aus, ne? Oh ja. Da sitzt eine dicke Biene rum. Ist die wütend? Ja, doch. Die Biene ist wütend. Ach, das ist keine Pfanne, das ist ein Banjo. Ah, das ergibt irgendwie auch mehr Sinn. Zu dieser ganzen Hillbilly-Settings-Kisterei. Wobei, eine gute Pfanne wäre auch okay gewesen. Das hätte sich gerade Bohnen gemacht. Uah. Okay. Wir müssen 5 von diesen Dingern befreien. Doch kriegen wir wohin, wa? Ah, ein Leben. Ein Leben! Oh. Die dicken Bienen da, ey. Oh, scheiße, Spyro. Das war nicht vorgesehen. Oh. Hören Sie mal auf mich zu schießen hier. Okay, das passt wieder. Ich könnte mal wieder so ein Bacon-Schwein vertragen. Schießt ihr? Nein. Die schießen gar nichts mehr. Nee. Das
Sollen wir mal den kleinen Blick zurückwerfen, dass man auch hier keine Edelsteine übersehen hat? Ne, ihr wisst ja, wie das hier ist. Sparks ist dann nicht so vertrauenswürdig wie im Original. Weiter geht's. Da ist auch schon wieder ein Bacon-Schwein. Was ist denn mit den Leuten los, die da wegrennen? Das ist ja nichts. Das ist ja Kindergarten. Sieh mal, Spyro. Dieser Dieb hatte eine Libelle. Ja. Und wie schnell er weggerannt ist. Entengras gefangen. Entengras? Okay. Aber das ist ja, also da muss man jetzt mal ehrlich sein, also die Diebe sind ja mal mega lame, wenn ihr mal noch ans Original denkt, wo das jedes Mal ein Thrill war und aufregend war, so eine Libelle, also so einen Dieb einzufangen. Das ist ja hier Kindergarten, der rennt ja in Zeitlupe weg, ist ja nix. Ah ja. Aber sie haben sie immerhin eingebaut. So, noch drei. Den Super Soaker mal noch wegeiern. Ja, hier alles kaputt brennen. Dödeling, ding, dödeling, ding. Okidoki. Hier scheint ein Bonuslevel zu sein. Es gibt doch nichts Schöneres als kleine Bonuslevel, oder? Das ist bestimmt mal wieder Fliegen. Bis jetzt hatten wir nur einmal Fliegen. Auf geht's ins Bonuslevel. Auch wenn dann alle Gegner wieder da sind, egal. Man muss auch mal ins Bonuslevel gehen. Schatzfund. 4.184 gesamt. Oh Gott, ja wohl, ne? Doch Gott, ja wohl. Wir fahren mal wieder Panzer oder sowas. Ja, doch, Panzer. Na, kommt noch was? Die... Willkommen beim Honigmoor-Sumpfschützenfest. Wir Honigleute ballern fürs Leben gern mit unserem Panzer rum. Wir geben jedem eine Libelle, der all diese Ziele trägt. Ich würde sagen, dann mal los, ne? Meinst du, du bist Rache genug, um das zu schaffen? Das wird ein Spaß. Wie machen wir da kein... Super! Du musst alle Bienen treffen, bevor dein Honigwabenboot am Ende der Strecke angelangt ist. Sonst verlierst du. Keine Sorge, das sind gut ausgebildete und extrem hochbezahlte Profis. Niemand wird verletzt. Naja, fast niemand. Warum huckelt dein Sound jetzt oder so kratzig kaputt? Na, mal gucken. Okay. Okay, man hat nicht endlos viel Zeit. Und wir haben auch noch keine Biene getroffen, angeblich. 0 von 20. Ah, da sind die ersten. I'm a little bit confused, man. Ja, Hardohr, was ist denn hier los? Ach, das ist die dicke Biene. Die dicke Biene geht so steil. Oh oh. Okay, das wird nichts mehr. Meine Lieben, ihr habt den Hankring gehört, ne? Aber wir machen jetzt trotzdem eben diese eine Runde hier noch schnell zu Ende, weil ich bin eh gleich tot. Dann müssen wir das eh nochmal neu machen.
mega steil einen draufgekriegt. Was ist denn da los? Die gehen irgendwie kaputt. Es steuert sich so beschissen, das ist unfassbar. Ja, die kriege ich nicht mehr. Was ist an? Kann ich mal zurückschießen? Nee. Das war's. Ich hoffe, es sind nicht nur genau 20 Ziele. Das wäre etwas bedauerlich. Doch, es sind genau nur 20 Ziele. Geil, verschissen. Leider eine Biene nicht gekriegt und damit verkackt. Oh nein, das ist doch nicht das Ende. Der schießt zurück. Ich dachte, das wäre der Start-Tybi. Der meinte, da geht's los. Ha, erwischt was? Du musst dich mehr anstrengen, wenn ja. Du das super süße Sumpfschützenfest schaffen willst. Versuch mal, das 6-mal hintereinander aufzusagen. Los doch, super süße Sumpfschützenfest. Super süße Nee, lass mal stecken. Meinst du, du bist Rache genug, um das zu schaffen? Ja, ich denke schon. Dein Spaß. Meine Lieben, wir machen jetzt hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.